brauchen Jesus Christus. Wir brauchen kein LGBTQ, sondern Jesus Christus. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen keine Modernität. Wir brauchen Jesus Christus, denn nur er rettet. Alles andere bringt uns nur in die Hölle. Aber Jesus Christus will nicht, dass wir verloren gehen. Denn die Bibel sagt uns, dass Gott kein Wohlgefallen hat am Tod des Gottlosen, sondern dass er umkehre und lebe. Er starb für uns am Kreuz, aber er blieb nicht am Kreuz hängen. Er ist am dritten Tag auferstanden und er lebt und er rettet. Götzen kann ich nicht retten. Maria kann ich nicht retten. Der Papst kann ich nicht retten. Mohammed kann ich nicht retten. Allah kann ich nicht retten. Aber Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, er kann dich retten. Er schützt, er begleitet und er liebt dich. Auch dich liebt er. Lass dich retten zu Gott. Lass dich retten zu Gott. Die Sünde bringt uns nur ins Verderben. Egal welche Art von Sünde. Mord, Diebstahl. Alles ist Sünde und fremd von Gott. Aber Gott will dich retten. Er liebt dich. Denn Gott ist Liebe. Wir singen uns große Liebe in dir. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Evangelium ist, Gott sandte seinen Sohn. Dieser war ohne Schuld und war ohne Sünde. Er, der Mensch Gott, echter Mensch und echter Gott. Er lebte ein sündloses Leben. Er erfüllte das ganze Gesetz. Er starb anstelle der Sünder und das sogar gewollt. Er erfuhr den ganzen Sohn Gottes über sich als der derer, die an ihn glauben. Er hat den Tod besiegt, er hat den Satan besiegt, er hat die Sünde und die Hölle besiegt. Er regiert den Himmel mit Macht und er kommt wieder und lässt die von den Toten auferstehen, die an ihn glauben. Eine bessere Botschaft gibt es nicht. Darum lass dich verhöhnen mit Gott. Und er hat Liebe für dich. Er lebt, Halleluja. Das Grab ist leer. Der Tod ist besiegt. Jesus Christus ist das Leben und die Auferstehung. Niemand rettet außer Jesus Christus. Halleluja. Religion zerstört. Aber Jesus Christus lebt. Er ist die Liebe. Er ist die Auferstehung. Er ist der einzig wahre Gott. Alle anderen haben Augen und sehen nicht, Ohren und hören nicht. Aber Jesus Christus, er lebt, er ist lebendig. Lass dich verhöhnen mit Gott. Wir gehen jetzt mit A, B, C, D, E, Kinder. Gehen wir jetzt da rein. Jawollo. Darf ich Ihnen die Bibel schenken? Hast du auch eine? Ich kann zaubern. Dankeschön. Jesus, am Arsch gefunden! Wir nehmen uns von Leuten geschrieben, die auf die Schule gemacht haben. Alle Menschen. Haben wir die Ecken noch getan? Wir haben die nicht getan. Warum wir haben wohl doch. Wir haben die Schlüssel gegen die Schule. Stopp, stopp. Wir sind hörig. Wir sind kalt. Ja, das ist Philosophie ist das einzig Wahre. Doch? Gib doch mal die Geschenke. Hast du erst vorhin daran nicht verhandelt? Was tut zu mir? Während ich in der Gemeinde komme und sage, ich sehe auch vielleicht auch Männer und Frauen, werden die sagen, ja, der Teufel ist in dir, treibt den Teufel aus dir. Du bist Abschaum, du musst gerettet werden. Du bist der Abschaum, ja, du bist der Abschaum. Doch, das ist aber Fakt. Alle Welt muss gerettet werden. Guck mal, sagt die Bibel. Die Bibel sagt, Gott hat kein Wohlgefallen und Gott ist Gott nicht, sondern das Leben. Das sagt die Bibel. Also wenn Gott Menschen auch ins Fegefeuer verdammen kann, geht es nicht als allgütig, als Mensch oder als irgendwas an. Er verdammt nicht, die gehen selber da rein. Weil sie denken nach dem Supernatural League oder Lucifer die Serie, dass die Hölle so cool ist. Nein. Aber die Hölle ist nicht cool. Die Hölle ist absolut. Komm davon, weil Gott nicht die Dreckkühlschein würde, wenn er kümmert sich würde. Um uns. Was hat Gott gesagt? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du, das würde so viel Krieg entstehen, wenn er sich um kümmern würde, wenn er allmächtig wäre, hätte er die Macht.
um Krieg zu beenden. Das hat doch nichts mit Gott zu tun. Das hat doch mit den Menschen zu tun, ihre Einstellung. Ja, Gott, aber der Mensch ist Gottes Ebenbild. Und wenn Gott Krieg zulassen, wenn wir Krieg zulassen, können Menschen auch Krieg zulassen. Aber Gott hat auch gesagt, ihr sollt keine Kriege führen. Liebe deine Feinde, sagt er. Tu gute Dinge. Ja, wir sollen, aber was macht man? Ne? Aber ja, der Mensch macht was anderes. Wäre Gott ein Diktator, würde uns manipulieren und sagen, pass auf, wir machen das, was ich dir sagen. Macht er aber. Er gibt uns einen freien Willen. Du hast einen freien Willen, heute dieses Wissen zu wissen, dass Gott einfach nicht religiös ist. Gott will dein Herz haben. Aber die Bibel. Ja, guck mal. Christus, oder nicht? Richtig. Und Christus ist eine Religion? Nein. Die Kirche ist eine Religion. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit. Jesus Christus hat nie Religion geprägt. In diesem Buch ist das Wort Religion nicht ein einziges Mal. Auch nicht Kirche. Lies es dir durch. Lies es dir durch. Magst du auch eine haben? Ich schenke dir, lese mir mal durch. Wenn ich da einmal Religion lese. Dann kannst du mich finden auf TikTok und mich anklagen. Ich will ganz gut. Denken Sie aber auch, dass Schwulsein eine Art, dass es halt die Macht am Teufel ist, die Menschen versuchen wollen. Ich bin der Meinung, dass wir oder Gott die Sünder hasst, aber den Sünder liebt. Weil in der Bibel steht, dass ein Mann einen Knaben nicht lieben soll wie seine Frau. Da steht drin, ein Mann soll nicht liegen bei einem Mann, wie er bei einer Frau liegt. Da steht drin. Und was ist das höchste Gebot in der Bibel? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott von ganzem Herzen. Das ist die Erfüllung des ganzen Gesetzes. Aber wie soll ich meinen Nächsten lieben, wenn der Nächste mir scheiße gewollt? Das ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung. Genauso wie ich gerade entschieden habe, zu dir zu kommen und dir zu sagen, ey, du bist ein cooler Kerl, obwohl du mich beleidigt hast. Aber wenn mir einer mit Kackmaus Scheiße fühlen soll, wie soll ich den lieben können? Wie soll ich den vergeben können? Das ist ja schwer gefährlich. Ja, pass auf. Vergebung ist ja nicht nur gut für ihn, Vergebung ist auch gut für dich, weil durch Vergebung bekommst du Heilung im Herzen. Weil wir kennen dann was anderes. Was ist denn Liebe? Liebe richtet sich auf der Liebe. Liebe eifert nicht, rechnet dem Bösen nicht zu, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Liebe, sie mag keine Ungerechtigkeit. Liebe ist ein sehr kompliziertes Thema. Und Liebe will doch wieder geliebt werden. Was ist denn das schönste Emotion, was der Mensch jemals hat, ist die Liebe. Liebe hat Macht. Und Gott ist die Liebe. Und wenn der Liebe bleibt, dann bleibt Gott und Gott mit ihm. Aber wenn Gott ein Mädchen hier alles so ins Darf Spinne auch mal bringen wollte, schenken? Aber wenn er alle ins Spinne bringen wollte, dann hätte Gott die Liebe so erschaffen können, dass es keinen Herzschmerz gibt, dass alles gerade verläuft. Weil der ist ja allmächtig. Aber anscheinend kann er sich ja nicht um das Ganze hier kümmern. Hat er doch gemacht, weil er ist nicht allmächtig. Was hat Gott gemacht vor 2000 Jahren? Er hat die Welt gebracht. Und wer ist Jesus? Der Sohn Gottes. Die Liebe Gottes in Person. Gott hat seine Liebe ein Gesicht gegeben, Jesus Christus. Damit wir, wenn wir an ihn glauben, nicht mehr gerichtet werden, sondern Vergebung haben. Vergebung für unsere Schuld. Vergebung von Sünden. Heilung von Gebrechen. Heilung von Und warum sollte Schuld. Er sich töten lassen, damit die Menschen vergeben werden können? Pass auf, er hat sich töten lassen. Das wird einem gern vorgegaukelt in der Kirche. Aber die Bibel sagt, niemand nimmt mir mein Leben. Ich habe die Macht, es zu geben, und ich habe die Macht, es wieder an mich zu geben. Er wollte lieber an unserer Stelle sterben, als ohne uns zu leben. Mal gedacht, eine Frage. Ja, bitte. Wie könnte man es erschaffen, wenn man an Gott glauben würde, dass man freie christliche Gemeinden von der Kirche abtrennen könnte? Weil man denkt ja bei Christen eigentlich immer, ja, Christenkirche, katholisch, evangelisch. Die Bibel oder Jesus sagt, an die Frucht, die Menschen hervorbringen, werdet ihr sie erkennen. An die Liebe, die sie zueinander haben. Wenn die keine Liebe zu euch haben, dann sind sie von Gott. Religion zerstört den Menschen. Aber Jesus kam nicht, um dich zu zerstören oder dich zu versklaven, sondern um dich frei zu machen. Aber nicht alles, was wo Christ draufsteht, ist auch Christus drin. Das ist das Problem. Die nennen sich ja auch christlich. Aber die feiern lieber so ein Gebäude, statt den Menschen zu helfen. Der Papst bereichert sich lieber, statt den Armen zu helfen. Ich glaube, der Papst hat genug Geld. So sieht's aus. Nur die meinen, ja, kauft ihr einen Brief, dann sind deine Sünden frei. Die wollten halt nur Geld machen. Ja. Das Einzige, was ich wirklich frei machen kann, ist, wenn du sagst, Jesus, komm du in mein Herz. Ich brauche dich, wasch mich rein. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Das war's. Ein Gebet. Du musst dafür deine Freiheit nicht kaufen. Du musst nicht zum Papst gehen, um zu beichten. Du musst nicht 20 Ave Maria sagen. Ein Gebet weit entfernt. Aber wir sollen in die Welt hineintauchen und den Menschen quasi, du sollst in die Hölle hineinfischen und die Menschen aus der Hölle fischen. Das bedeutet Menschenfischer.
um nicht den Menschen zu verurteilen, sondern den Menschen zu erzählen, es gibt eine Chance auf einen Neubeginn, einen Neustart in deinem Leben. Ich hatte ihn, der Bruder hatte ihn, wir können ihn alle haben. Du musst ihn verfolgen. Okay. Aber ich fand es echt gut, dass du das aufgegeben hast. Sagen, du böser Sünder, mach mal Buße auf die 20 Ave Maria. Das kann man nicht zu tun. Wir predigen nicht Religion, jeder hat wirklich Menschen. Aber Jesus will es machen. Das ist gut, weil Gott ist Liebe. Aber die Bibel sagt, Gott ist Liebe und wer der Liebe bleibt, bleibt Gott. Aber unter Gottes Namen sind einige Sachen passiert, die mir nicht ganz in den Kram passen. Hat Jesus auch gesagt, was er macht? Über die Menschen. Weil die Menschen einfach keine Ahnung haben von der Bibel. Deswegen trete ich mich bei euch nicht so ganz ein, weil das, was in der Bibel steht, das verträgt die Menschen. Und das ist Auslegungssache. Guck mal, was sagt Jesus Christus? Gib den, der dich schon bittet. Gib den Hungrigen, liebe deine Feinde wie dich selbst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was sagt die Bibel? Was macht der Mensch? Tut er das? Nein! Der Mensch, der Mensch am meisten liebt? So liebt, so läuft der Mensch rum. Und das ist, was Gott nicht sagt. Das ist das größte Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und Gott von ganzem Herzen und ganzem Herzen. Das ist das größte Gebot dafür. Ich will nur den Schampen überbringen. Ich habe nichts gegen euch. Ich hoffe, ihr habt nichts gegen uns, dass wir uns hier gerade repräsentieren, dass wir jetzt hier gerade feiern. Dass wir uns lieben, dass wir euch lieben. Wir haben gegen keinen Menschen was. Wir haben gegen keinen Menschen was. Die Menschen suchen Liebe, aber wissen nicht, wo sie suchen sollen. Sie haben vergessen, dass Gott die Liebe ist und dass Religion nichts mit Gott zu tun haben. Sie geben Religion die Schuld für ihr Leid, was sie in der Vergangenheit gemacht haben oder erlebt haben. Aber es hat mit Gott nichts zu tun. Denn Gott sagt immer von ganzem Herzen, sollen wir ihn lieben und den Nächsten wie uns selbst. Und Religion vermittelt das nicht. Die Sünde tötet, aber Jesus Christus macht frei. Jesus Christus lebt. Ein Mohammed kann dich nicht retten, ein Allah kann dich nicht retten. Ein Krishna kann ich nicht retten. Die Kirche kann ich nicht retten. Der Papst kann ich nicht retten. Allein Jesus Christus rettet. Denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich sag dir eins, Essen. Du brauchst Jesus. Du brauchst eine lebendige Begegnung mit Jesus Christus. Das Schwulsein rettet dich nicht. Homosexualität rettet dich nicht. Es ist eine Sünde. Es trennt dich von Gott. Darum kehr um zu Gott. Lass dich lieben von Gott. Lass dich retten von Gott. Alles andere führt nur ins Verderben. Sünde tötet dich. Sünde tötet dich. Jesus will dich retten. Sünde raubt dir deine Freude, zerstört jede Art von Beziehung. Und am Ende wirst du dann vernichtet von der Sünde. Und du landest in die Hölle. Doch Gott möchte das nicht. Du wirst dann umkehrst, Buße tust und lebst. Denn Gott hat kein Wohlgefallen am Tod des Gottlosen, sondern dass er umkehre und lebe. Darum lass dich von Jesus Christus retten. Lass dich von Jesus Christus Leben schenken. Denn Gott created Adam and Eve, not Adam and Steve. Gott erschuf doch Adam und Eva und nicht Adam und Peter. Nein, wir Menschen müssen unsere Identität wieder erlangen. Und das geht nur durch Jesus Christus. Denn wer ihn kennt, der liebt ihn. Und wer ihn liebt, der kennt ihn. Und wenn du Jesus kennst, dann wirst du erkennen, wer du bist. Eine geliebte Tochter Gottes, ein geliebter Sohn Gottes. Aber nur, wenn du ihn erkannt hast. Denn wenn ihr in meinem Wort bleibt, sagt Jesus Christus, werdet ihr die Wahrheit erkennen. Und diese wunderbare erkannte Wahrheit, die wird dich frei machen. Und die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Nicht Buddha, nicht Maria, nicht Krishna, nicht Allah,
sondern Jesus Christus, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. Er ist es, der uns rettet, denn er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Halleluja. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist der Königsweg der Gerechtigkeit, die Schiene der Geradheit. Er ist die Tür zur Befreiung. Er ist keine Religion, er ist keine Philosophie, er ist keine Doktrin. Er ist die absolute Wahrheit, die dich rettet, die dich frei macht. Geh nicht in die Hölle hinein. Dort erfährst du keine Freude. Dort gibt's keine Party. Dort gibt's Leid. Wo das Feuer nicht erlischt und der Wurm nicht stirbt, sagt die Bibel. Zähne klappern ohne Ende. Pein, Schmerz. Da willst du nicht hin. Du willst nicht in die Hölle. Du willst errettet werden. Willst du nicht dort sein, wo deine Eltern sind? Willst du nicht dort sein, wo deine Freunde sind? Wenn die an Jesus Christus geglaubt haben, dann werden sie errettet. Wenn du an Jesus Christus nicht glaubst, gehst du verloren. Wir sprechen von keiner Religion. Religion tötet. Aber Jesus Christus macht frei.